So, hallo und alle. Ich mache heute ein Video von unserem Wohnheim. Ich habe es versprochen. Und wir gehen zum allerersten Mal in die Küche, weil die Küche so ziemlich der wichtigste Platz überhaupt ist. Ist natürlich Rauchverbot, wie überall hier auch Rauchverbot ist. Und das ist die Küche. Da drüben sitzen wir meistens und essen. Das ist so unser Platz. Hier haben wir diverse Gasherde. Ich bin total glücklich, dass ich die bedienen kann. Ich hatte zuerst ganz schön Angst vor den Flammen, die da rauskommen. Wir können eigentlich mal Licht anmachen. Vielleicht seht ihr dann auch mehr. So, tada, na, das sieht auch gleich viel freundlicher aus. Das ist der wunderschöne Deutschlandkühltrank. Den teilen wir uns mit einer aus der Mongolei. Und das sind Patti und meine Besitztümer. Heute habe ich mir mal einen Kakao gegönnt, da Schokolade hier so ein bisschen Mangelware ist. Das ist der Toaster, den man besser nicht benutzen sollte, weil er leichten Überhang hat, wie man vielleicht sieht. Also das Toast fällt dann gerade weg auf den Boden. Und hier ist Korea und ganz viel anderes Korea noch. Unser Reiskocher, den wir geschenkt bekommen haben, worüber wir sehr glücklich sind, weil es auch relativ schnell geht und zuverlässig sehr guten Reis kocht. Und wir haben auch hier so tolle Schließfächer. Das ist Patti und bei B bin ich. Und bei B sind natürlich auch die ganz doll wichtigen Sachen drin. Nämlich das Essen. Und warum geht er jetzt nicht? Wahrscheinlich hat Patti... Ach, weil das... Doch, das ist mein Spind. Ach, Patti hat schon wieder die Buchstaben verdreht. Gut. Tada, das sind unsere restlichen Besitztümer. Wir waren heute einkaufen, deswegen sieht es nicht so armselig aus wie sonst. Ja. So. Gehen wir mal wieder zurück. Hier sitzen wir. Hier gibt es eigentlich wirklich alles Mögliche, was man braucht. Da gibt es nicht mehr so viel hinzuzufügen. Und wieder zurück in den schönen Gang. Das sind alles ein wenig weite Wege hier. Aber es geht eigentlich alles ganz gut. Das hier ist der Eingangsbereich. Hallo, say hello to my German friends. Da wohnt Katrin Nissan, unsere Haushälterin. Da können wir immer hingehen, wenn irgendwas ist. Da sind die. Wir haben auch hier so einen tollen Aufenthaltsraum, in dem wir nie sitzen. Also einmal saßen wir, weil wir mussten, zur Anmeldung da vorne und einmal da an dem Tisch, weil wir was besprechen mussten mit den Japanern. Einen wunderschönen Rosaton gestrichen auch. Aber wie gesagt, hier sind wir eigentlich nie drin. Und da hinten, wenn man da lang weitergeht, da sind die Duschen. Die Duschen sind wirklich gut. Ich finde sie ziemlich gut. Bis jetzt war noch kein Tier bei mir in der Dusche, von daher finde ich es gut. Hier sind Waschmaschinen und Toiletten, aber dasselbe haben wir bei uns auf dem Gang auch. Das ist zweiter Stockwerk, also eigentlich erster, aber japanischer zweiter Stock. Hier ist ja alles ein bisschen anders. Konnichiwa! Das ist eine nette Koreanerin, die finde ich ganz toll. Und ja, hier putze ich mir immer die Zähne. Hier sind die Waschmaschinen. Patti und ich sind uns nicht ganz sicher, wie die funktionieren. Wir drücken immer einfach hier irgendwelche Tasten. Da, wo irgendwas draufsteht mit Wasser und hier ist Dato oder der Startbutton. Mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Und die Toiletten sind dann auf der anderen Seite. Die sind jetzt nicht besonders spektakulär. Sie können weder sprechen noch sonst irgendetwas tun. Und jetzt gehen wir mal zum Zimmer. Das Spannendste, darauf habt ihr wahrscheinlich alle schon gewartet. Ich glaube, es ist nicht aufgeräumt, aber das macht nichts. Dann ist es wenigstens authentisch. So, wir biegen hier ab. Das ist der koreanische Gang. Wir wohnen da ganz hinten. Da wohnen die ganzen Schweden und Norweger irgendwie, aber die können wir alle nicht leiden. Deswegen ist das egal. Und wir wohnen natürlich ganz am Ende des Ganges. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich nachts stundenlang unterwegs bin, um aufs Klo zu finden. Das ist immer wieder erfreulich. Und wer kommt da raus? Es ist Patti! Yay! Oh, was hat Patti denn Unanständiges getan? Ja, du hast eine schlimme Sache. Hier haben wir auch, wir haben super tolle japanische Namensschilder. Das bin ich und das ist Patti. Und hinein in die gute Stube. Unser Zimmer.
Wir haben einen Kühlschrank, den wir nicht benutzen, denn er stinkt total eklig. Und hier vorne haben wir so unseren ganzen Kosmetikkram gelassen. Das hier sind unsere Mülltüten. Inzwischen haben wir nur noch zwei. Eigentlich bräuchten wir 4 oder 5 oder 10. Da hier ja alles getrennt ist. Ja. Ja, Kosmetik, Kosmetik, Kosmetik. Und das ist unser Zimmer. Das hier ist Patschis Seite. Mit Patschis Schränken und Patschis Sachen und Patschis Schulkram. Und Patschis Schreibtisch, der genauso voll ist wie meiner. Unser toller Balkon. An dem Tisch saß ich früher immer, bis mir so sehr mein Hintern wehgetan hat, dass ich es jetzt gelassen habe. Und das hier ist meine Seite. Mein Schreibtisch geht. Ich habe mich ein bisschen organisiert, aber es könnte noch etwas besser werden. Der Schrank, da habe ich alles notdürftig reingequetscht. Und mein tolles Bett, was natürlich auch nicht gemacht ist. Den kennt wahrscheinlich auch jeder hier von euch. Und ihr seid auch alle da. Schön bei mir zusammen. Das ist gut. Und Patsy kommt wieder. Yay! Und mit diesem fröhlichen Ereignis können wir das Video dann auch beschließen.